Ja, hervorragend. Hier ist Volker Becker, Niederfeldstraße 8. Wir sind äußerst beunruhigt, weil wir ein Fest mit mehreren hundert Leuten haben und es eine riesen Rauchsäule aus Richtung Rheindorf gibt. Im Hinterhof brennt eine Lagerhalle. Also wenn die Rauchsäule über uns hinwegzieht, okay, dann müssen wir jetzt eine Krisensitzung machen. Also was wird denn da freigesetzt? Ich möchte da eigentlich informiert sein, wenn ich das weiß. Was brennt denn da? Eine Plastikhalle oder was? Eine Lagerhalle für Reifen, also das ist ja ein Gaufall. Das aber dann, das nicht. Ja, sie empfehlen uns gerade, da brennt eine Lagerhalle mit Autoreifen in Hittorf. Und wenn die Wolke über uns hinwegzieht und wir uns dadurch belästigt fühlen, sollten wir eigentlich besser ins Haus gehen und die Fenster schließen.